Simon, du als MTV-Moderator, MTV steht ja auch für eine komplette Veränderung der Fernsehlandschaft in den 80er Jahren, also ist ja, fast 30 Jahre her. Jetzt gibt es wieder so eine Veränderung, Webvideo verändert unsere Sehgewohnheiten. Du bist in der Jury zum deutschen Webvideopreis. Ist das so? Verändert sich da wirklich was? Ist da was ganz Neues im Web zu sehen oder ist es nur der Aufguss von alten? Neuer Wein, alter Wein in neuen Schläuchen. Webvideo killt so MTV-Star oder so ähnlich. Ja. Also es ist schon so, oder? Es gibt einfach eine Menge cooler Scheiß im Netz, den man so auf normalen Kanälen gar nicht, weder also die Leute findet, die das senden, noch Leute findet, die das gucken, weil sie es gar nicht gewohnt sind, so zu gucken. Also das Netz ist die perfekte Plattform und gleichzeitig auch halt das perfekte Auffanglager für all die Leute, die halt keinen Bock haben, so gängige Konventionen irgendwie und Längen und Strukturen, die halt, sag ich mal, eingefahren sind in allen anderen Bereichen. Leute, die darauf halt pfeifen und die finden dann im Netz halt nicht nur die Sachen, die sie gerne gucken, sondern können dann eben auch da, finden da auch die, können da senden, was sie wollen und finden immer Leute, die es gut finden. Also ich glaube, dass das Webvideo an sich eine sehr große Zukunft hat, aber ich denke, da bin ich auch nicht allein. Das glaubt ja eigentlich jeder. Die Frage ist ja nur, wann tötet das Internet das Fernsehen endgültig? Aber was ist da anders? MTV, die Clips haben quasi eine Kunstform zum Mainstream gemacht. Was passiert jetzt? Es wäre zu einfach zu sagen, es sind jetzt einfach nur Clips. Also es ist ja nicht einfach so, als ob alles im Netz nur Musik ist mit ein paar Schnitten. Gar nicht. Sondern es ist, da hat man wirklich alles. Man hat Videokünstler, aber auch Musiker, aber eben auch Leute, die ja, so wie diese Mashups, wo dann aus verschiedenen Videos wiederum ein eigenes entsteht. Und sowas finde ich Wahnsinn. Es gibt zum Beispiel hier Darth Vader being a Jackass oder Smartass. 25 Jahre oder 30 Jahre hat es gedauert, bis endlich mal einer aus Star Wars sowas Geiles rausgeholt hat. Dabei gibt es den Film schon so lange und jeder hätte es machen können. Aber erst jetzt, wo man weiß, wenn ich was Cooles mache und es ins Netz stelle, dann gehen die Leute auch drauf ab und dann bin ich quasi eine gewisse Internetpersönlichkeit oder mein Video steht für irgendwas. Das hat es überhaupt erst ermöglicht, dass die Leute wissen, so, es guckt auch jemand an und es wird tatsächlich auch geklickt und die Leute finden es cool. Das hat erst das alles ermöglicht. Und hat das auch was mit der, ich sag mal, Web 2.0 Community-Geschichte zu tun, dass plötzlich Dinge nach oben gespült werden, die es vorher vielleicht gab, aber die keine Chance hatten? Ja, würde ich sagen. Also es ist so, dass Sachen nach oben gespült werden, die es schon lange gab. Bestes Beispiel meiner Ansicht nach wäre A, sowas wie Cold Mirror, aber auch sowas wie Sinnlos im Weltall, was ja dann noch vorher war, was man halt damals nur so unter der Hand sich überhaupt weitergeben konnte. Und dann hat man mal vielleicht eine DVD gehabt, wo die Folgen drauf waren. Aber jetzt kann man das direkt, wenn man mit jemandem rumsitzt und meint, was, du kennst das nicht, kann man es ihm halt direkt zeigen. Und das, finde ich, ist der große Unterschied. Also wie oft man heute Abende hat, wo man zu dritt, viert rumsitzt und ein YouTube-Video nach dem anderen guckt und nichts anderes eigentlich macht, als so kurze 5 Minuten, 10 Minuten Sachen zu konsumieren und plötzlich ist der Abend rum und man geht heim und hat mehr gemacht und mehr erlebt, als wenn man Fernseh gesappt hätte in der Zeit. Das kann man, glaube ich, sagen. Du hast gerade gesagt Cold Mirror. Als Beispiel, ja. Als Beispiel von vielen. Vor allem auch ein deutsches Beispiel. Es gibt ja auch nicht so viele deutsche, wirklich gute, bekannte Größen oder Video Directors oder wie man sie nennt. Aber meine Frage ist nach einer Persönlichkeit. Also ist das eine wichtige Geschichte, dass man eine Persönlichkeit hat? Spielt die Persönlichkeit, ich sag mal sowas wie Charisma, eine Ausstrahlung im Web noch eine größere Rolle als im Fernsehen, wo ja gecastet wird erstmal? Das stimmt, es wird gecastet im Fernsehen. Du bist auch gecastet worden, nehme ich mal an? Nee. Ha, unser Werbevideo, mit dem wir bei, wir sind zu MTV gegangen, haben gesagt, hier, wir haben ein Video und eine PowerPoint-Präso, guckt euch erstmal das Video an. Das war so, wir hatten ein Video, wir haben das geschnitten, wir haben eben genau sowas gemacht. Das hätte man auch auf YouTube stellen können. Jetzt findet man es auch auf YouTube, das heißt, glaube ich, Mario Promo Game One, irgend sowas. So eine Geschichte über Mario haben wir auch damals in der Sendung dann gehabt. Und damit haben wir uns beworben. Wir haben im Grunde genau diesen Weg gemacht. Wir hätten es auch auf YouTube stellen können. Und dann, sobald es, 20.000 Klicks hätte, wären wir hingegangen. Guck mal, wir haben das gemacht. Es hat 20.000 Klicks. Wollt ihr uns nicht eine Sendung geben? Den Weg sind wir nicht gegangen. Wir sind direkt dahin gegangen. Aber im Grunde ist es genau dasselbe. Wir haben ein Webvideo gemacht, haben es MTV gezeigt, haben gesagt, ey, das ist jetzt nur eine Stimmung. So eine Stimmung hätten wir gerne in der Sendung, wollte nicht auch sowas machen. Und man glaubt es ja wirklich nicht, aber die haben uns tatsächlich dafür Geld gegeben. Also
Wir durften Piloten produzieren, dann erst 3 Folgen, dann mehr und mehr. Und das alles ist definitiv diesem einen Video zu verdanken. Das sagt, glaube ich, also für uns, in meiner Geschichte, sagt das sehr viel aus, was man mit so einem Video alles erreichen kann. Und sagt es auch vielleicht was darüber aus, wie in Zukunft Talente entdeckt werden, dass eben das Casting tot ist, des glatten, stromlinienförmigen Moderators oder Moderatorin, sondern es müssen Leute mit Ecken, Kanten, Macken. Ich will jetzt gar nicht mit Justin Bieber oder sowas anfangen. Ja, der hat meiner Ansicht nach genug Fehler. Nee, du hast recht, die Fehler werden, die Ecken und Kanten sind das Interessante und die Macken machen überhaupt erst auch einen Charakter dann authentisch. Und authentisch ist halt eine Sache, die immer wichtiger wird, glaube ich, behaupte ich, denke ich, fühle ich, wenn ich was sehe. Und das ist vielleicht im Fernsehen eben noch nicht so, aber selbst da fangen sie ja mit der Authentizität langsam an, der Entdeckung der Authentizität oder der gefakten Authentizität, kann man ja im Fernsehen eher sagen, ist ein Problem im Fernsehen. Im Web würde das keine 5 Minuten durchhalten, weil jeder das, den Unterschied direkt erkennt. Genau, also das Web ist eine perfekte, es ist für alles da. Es ist eine Casting-Plattform, es ist eine Videoplattform, es ist eine Konsumplattform, es ist eine Werbeplattform, es ist auf so viele Arten, wird es benutzt, dass echt nur die Frage ist, wann das Fernsehen auf den Trichter kommt, sich komplett aufs Netz zu stürzen und alles davon wegzucasten und das dann wie Wayne's World in schlechte Sendungen zu verwandeln, wo dann jeder sagt, oh, da gucke ich mir lieber den alten Web-Scheiß an, als diese hochgestylte Kacke. Das wird noch alles passieren, aber im Moment so weit sind wir noch nicht. Aber der Web-Videopreis ist ja dann doch schon ein Schritt in die richtige Richtung, um den Leuten auch, und das ist viel wichtiger, als dass ein dicker Sender mit Kohle kommt, den Leuten, die was machen, auch zu sagen, ey, es gibt nicht nur die Klicks auf dein Video und die Comments, sondern es gibt auch Leute, die sogar in dem Bereich tätig sind, die das cool finden. Und das ist, glaube ich, wichtiger, gerade am Anfang als Motivation, als alles andere. Gut. Auf jeden Fall wird es riesenspannend, wer da die vorderen Plätze belegt. Ich glaube, es wird wirklich, weil sowas gab es noch nie und ich bin mal gespannt, was für eine Szene da. Es bildet sich da ja jetzt eine Szene. Man ist jetzt wirklich nah dran und mitten dabei. Also das sehe ich genauso. Ich weiß selbst noch gar nicht, ich kenne jetzt ja auch nicht alle deutschen Leute auf YouTube, die irgendeine Personality entwickelt haben und irgendwas machen. Aber die ich kenne, finde ich schon cool. Das zeigt auch, dass wir durchaus als Land, als Nationalität Potenzial haben. Also wir sind nicht nur die drögen, langweiligen Deutschen so, das ist gar nicht so. Im Netz ist da ein ganz anderes Klischee am Start und eben nicht mehr das, die alten Sachen so. Deswegen bin ich gespannt, was da eben noch so, was man allein durch die Nominierten und so, alles, was jetzt andere Leute an uns schicken, was da noch kommt, wem man da vielleicht entdeckt. Ja, das fände ich schön. Es wird spannend. Ja, es wird spannend. Ich freue mich auch drauf. Danke, dass ich dabei sein kann. Ja, kein Problem, gerne.